Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin jetzt hier zusammen mit Long Kestley von Cookimi. Ihr bietet Fertiggerichte an zum nach Hause und ins Büro bestellen. Erklär doch mal bitte, was ihr da Schönes produziert. Ja, Cookimi entwickelt und vermarktet hochwertige Ernährungskonzepte. Unsere Kunden bestellen bei uns für eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen das Essen und sie bekommen einmal als pro Woche Fertigprodukte. Sie müssen nicht kochen. Genau. Das wird gekühlt geliefert, nach Hause geliefert und sie können innerhalb 10 Minuten ein perfektes Mittagessen oder Abendessen zubereiten. Mhm. Bei uns reicht es, wenn Sie den Inhalt von dieser Box... Wie sieht das so aus? Das ist diese Box. Genau, innerhalb dieser Box haben Sie verschiedene Aromabeutel. Wir haben jetzt zwei Beutel. Ja, das sind Edamame und Putenmedaillon. Diese Beutel werden 10 Minuten lang in warmes Wasser aufgewärmt und sie haben ein perfektes Essen. Das ist die Qualität ist sehr gut. Wir hatten jetzt hier gerade vier verschiedene Gerichte schon probiert. Ich muss sagen, die Qualität ist außerordentlich gut und sehr lecker. Ihr bietet auch veganes Essen an und Diät ausgerichtetes Essen. Genau, seit zwei Wochen haben wir eine vegane Linie am Markt gebracht mit sieben verschiedenen veganen Gerichte. Das ist eine kleine Entdeckungsreise in die vegane Welt. Wir bringen diesen Sommer noch proteinhaltige Gerichte, dann Paleo-Gerichte im September. Wir versuchen jeden Monat zwischen 4 und 8 neue Gerichte am Markt zu bringen. Und dadurch, wie viele Gerichte habt ihr jetzt schon? Wir haben jetzt wahrscheinlich 35 Gerichte. Schon entwickelt. Saisonal werden Unterschiede, zum Beispiel im Winter bieten wir das Gazpacho nicht mehr, im Sommer werden gewisse Fischgerichte nicht mehr angeboten. Das heißt, wir versuchen auch saisonal den Markt zu bedienen. Aber Bio habt ihr noch nicht auf der Linie? Wir haben noch keine Bio-Gerichte, das stimmt. Aber achtet ihr auf Nachhaltigkeit? Ja, und unser Konzept ist natürlich, dass wir so wenig Müll produzieren wie möglich. Wir müssen sagen, diese Haltung, diese Kühlhaltung verlangt von uns natürlich spezielle Verpackungen. Wir haben demnächst die Möglichkeit, diese Verpackung auch zu recyceln. Ja, wir arbeiten da. Die Kunden wollen auch sowas haben und wir versuchen unser Bestes. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind Frauen, die über 40 Jahre alt sind, die irgendwie sehr aktiv im Leben sind, relativ wenig Zeit zum Kochen und wenig Zeit einzukaufen, aber trotzdem hohe Ansprüche an die Qualität des Essens. Und eher das Mittagessen oder das Abendessen? Die meisten bei uns bestellen zwei Gerichte am Tag. Wir gehen davon aus, dass sie Mittag im Büro essen und auch abends zu Hause. Es gibt auch viele, die als Paar zusammen am Abend essen. Okay, gut. Die bestellen sich dann das gleiche Essen dann eben doppelt oder zwei verschiedene Gerichte. Kann ich nicht wirklich sehen. Wir haben das Gefühl, dass Männer tendenziell mehr Fleischgerichte mögen und die Frauen eher Interesse haben an vegane, an Suppen zum Beispiel haben. Aber ich kann das nicht mit 100% Sicherheit sagen. Euch gibt es jetzt sozusagen offiziell seit Anfang dieses Jahres? Nein, wir sind in März 2014 gegründet und unser Produkt kann man kaufen online seit deutschlandweit. Ja, September 2014. Okay, gut. Und wie ist der Abverkauf vor allem in den Städten oder in Dörfern auf dem Land? Die Verteilung ist nicht, dass nur urbane Leute Interesse an diese Convenience-Thema haben, sondern kleinere Städte, kleine Dörfer, wir sehen, dass die Leute auch bei uns bestellen, vermuten. Es hat damit zu tun, dass vielleicht Cookimi eine interessante Abwechslung ist, wenn man im Dorf nur ein italienisches Restaurant hat. Okay. Ihr seid also sozusagen eine moderne Variante, wenn man das so mal sagen kann, irgendwo eine Mischung aus Bofrost, Eismann und Du darfst, wenn man das mal so ausdrücken darf?
Genau, das heißt, das Convenience-Thema ist sicher ähnlich wie diese Unternehmen. Ich glaube, die Zielgruppe bei Bofrost und so ist wesentlich älter. Ja. Wir merken, unsere Kunden haben keine große Tiefkühltruhe und wollen eher frische Qualität. Genau. Ja. Mit modernen Gerichten. Genau. Ja. Okay, super. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank.